das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Meine Damen und Herren, Hombres y Madonnas, Ladies and Gentlemen, Papst Benedikt der 16. ist der erste deutsche Papst nach 482 Jahren. Und ich begrüße in diesem Zusammenhang ganz herzlich die Zuschauer der ARD, die damals schon dabei waren. Ein neuer Papst. Und schon gibt es wieder kritische Stimmen. Ach. Ja, ich habe gelesen. Und zwar, viele Menschen sind enttäuscht und sagen, schade, dass der Papst nicht aus dem Teil der Welt kommt, wo der überwiegende Teil der Katholiken lebt. Auf der anderen Seite, unsere Regierung kommt ja auch nicht aus der Partei, die der überwiegende Teil der Menschheit wählt. Man kann nicht alles haben. Es herrscht jetzt eine richtige Papstmania. Das aktuelle Wortspiel habe ich gerade noch in Spiegel Online zum Geburtsort gesehen, unseres Papstes, in Markel am Inn, ist Willkommen in Media Markel. Oh. Ja. Willkommen in Media Markel, weil die Kamerateams dort alles belagern. Es wird ja Ratzinger Brot gebacken mittlerweile. Es wird Ratzinger Gipfeln gebacken. Ich habe Papsthüte aus Teig gesehen. Ja. Ich habe Hefekreuze gesehen. Also man lässt es dort jetzt richtig bayerisch krachen. Bei Amazon, liebe Internetfreunde, haben 5 Bücher von früher Kardinal Ratzinger, heute Papst Benedikt der 16. 5 Bücher auf den Plätzen 1 bis 5 bei Amazon haben Harry Potter verdrängt. Wer liest in diesen Tagen noch das Buch einer Autorin, die ledig schwanger wurde? Viele sind enttäuscht und sagen, okay, er hat auch eine geile Brille, aber wo ist der Blitz auf der Stirn? Die ersten gläubigen Katholiken in Köln sind heute Nachmittag auf dem Hauptbahnhof auf Gleis 9,5 in die Zukunft aufgebrochen. Es schwappt eine religiöse Welle über unser Land und viele sagen, wer ist genau dieser Papst? Und ich kann Ihnen die Antwort geben. Schauen Sie, das hier. Wir sind Papst! Ja. Ja, wer hätte das gedacht? Wir sind Papst. Ich Papst, du Papst, Sie sind Papst, ich bin Papst, wir alle. Er hier ist Papst, schauen Sie. Ja. Er ist Papst, sie ist Papst, er ist Papst, auch ein Papst, natürlich. Ja. Wir alle hier sind Papst, ein deutscher Papst nach 482 Jahren, meine Damen und Herren. Willkommen bei unserer Konklave-Band, die ARD Showband. Mit mir im Studio unser Fachmann für die Vatikanaufgaben und die Papstwahl, Bruder Manuel. Herzlich willkommen, Bruder Guten Manuel. Abend. Guten Abend, Herr. Wie ist die Stimmung zurzeit in Rom? Ich sehe gerade nichts. Das hört man jetzt leider gar nicht mehr. Wie ist die Stimmung? Ja? Wie verhalten sich die Menschen auf dem Petersplatz? Können Sie uns schildern, was jetzt im Konklave passieren wird? Alles vorbei eigentlich. Ja, schade eigentlich. Es für ist so ein bisschen Jahre. Wie, wenn die WM vorbei ist, ne? Ja. Der Pokal und dann muss man wieder 4 oder noch länger warten. Ja. Ja. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber unserem neuen Papst, finde ich, Papst Benedikt dem 16. Man ist noch nicht so ganz gewöhnt dran. Ja. Ja. Benedikt der 16. Es wird da sehr, sehr hämisch oder leichtfertig vom Übergangspapst gesprochen. Was soll das heißen? Dass man sagt, 2, 3 Jährchen und dann genau. Kommt der Neue? Was ist, wenn Kardinal Ratzinger irgendwann uns die Meldung schenkt, Papst Benedikt der 16. feiert morgen seinen 102. Geburtstag. Genau. Ja. Da machen aber einige lange Gesichter. Ja. Oder? Würde mich nicht wundern, wenn heute im kleinen Kreis ein bisschen gefeiert wird im Petersdom oben. Weißt du, dass man CD auf In the Year 25, 25.
alle sagen, die Wege des Herrn sind unerfindlich. Ja? Alle sagen, das ist nur ein Übergangspapst, der macht jetzt 3-4 Jahre. Und dann, also nicht, dass man was singen, aber wer sagt uns, dass Theologe Ratzinger sich nicht plötzlich überraschend der Gentechnologie öffnet? Ach so. Und sagt, wenn sie zum Wohl der Menschheit ist, wenn sie mit den Werten der katholischen Kirche vereinbar ist, wenn sie die Würde des Menschen nicht verletzt, plötzlich... Wenn es der Heilige Geist denn möchte. Ja, 102, 103. Geburtstag. Ja. Günther Jauch macht eine Sonderausgabe von Wer wird Millionär. Ja. Ist ja dann auch erst, glaube ich, 70. Ja. Und dann kommt Hesters rein und singt, ich möchte noch mal 20 sein. The Yopi in the Vatican! Für meine liebe Papst! Ich habe es immer bekannt, ich habe es immer hinausgetragen in die Wohnstuben. Ich bin katholisch, aber ich habe es nie den anderen übel genommen, wenn sie in der falschen Religion waren. Nee, ist richtig. Sehr tolerant. Absolut. Also, nein, das ist ja, jetzt kommt der Ökumene. Das hat ja der vorige Papst schon angefangen, dass man zugeht auf die anderen Religionen, dass man sich versöhnt. Und bei uns arbeiten eigentlich alle Religionen in der Firma. Ja. Oder? Ja. Also man fragt auch irgendwie gar nicht, wer bist du und machst du Ramadan oder warum verneigst du dich jetzt? Das ist Toleranz, das muss man auch gar nicht wissen. Ja? Wenn ich unsicher bin, dann schaue ich nach. Heute wurde ich gefestigt in meiner theologischen Kenntnis natürlich in der Bildzeitung. Klar. Ja, in der Bildzeitung sind 2 Kommentare. Der erste ist von Paul C. Punkt. Das heißt, glaube ich, christlich. Paul C. Christlich Martin mit der Überschrift Habemus Papam Ex Germania. Ex Germania. Das jahrtausende alte Habemus Papam genügt nicht mehr. Es muss jetzt Ex Germania. Eigentlich muss es heißen Ex Bavaria. Ja? Und schauen Sie, die ersten beiden Bavariam, wirken schon, ja, Akkusativ. Wirklich? Ist das ja ein Akkusativ? Ja. Das haben wir heute Mittag durchdekliniert. Da wird es ganz finster. Nee, es ist Ablativ. 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 Ex Bavaria. Ja, das ist richtig. Wir kamen irgendwie über Veronika Ferres durchdeklinieren auf Froni, Fronis, Fronit. Ja, genau. Fromus, Fronitis, Fromund. Ja. Und dann kamen wir aber, ich werde Froni gekannt haben. Feressa Buntur Fronissimo oder genau. So. Da haben wir festgestellt, dass es sehr wackelig ist. Schauen Sie mal hier, der Kommentar. O Freude! Die katholische Welt hat ein neues Oberhaupt. O Stolz! Es ist ein Deutscher, Josef Ratzinger, der Namen Benedikt gewählt hat, der Gesegnete. Das ist toll. O Freude, O Stolz. Und warum hier noch O Sole Mio? Es ist doch, ich meine, er ist ja im Grunde Italiener. Seit 20 Jahren ist er in der ewigen Stadt. Und falls Sie sich gefragt haben, warum hat Gott uns diesen Papst geschickt? Denn das können wir hier theologisch fundiert bekannt geben. Die Kardinäle im Konklave haben ja nur sozusagen per Eingebung gewählt. Es wurde ja von einer höheren Instanz gesagt, bitte wählt Josef Kardinal Ratzinger aus Markl am Inn, wo jetzt schon wieder negativ von Mediamarkl gesprochen wird. Franz Josef Wagner weiß, warum Gott uns diesen Papst geschickt hat, heute in der Bildzeitung. Und er schreibt es uns, ich denke, dass Gott uns diesen Papst geschickt hat, weil wir Tätowierungen am Hintern haben und glauben, dass das Glück ein vergrößerter Busen oder eine aufgespritzte Lippe ist. Klare Worte, das fehlt in unserer Gesellschaft, oder? Dass jemand mal den Mut hat zu sagen, warum das so ist. Jetzt hättest du das gewusst? Nein. Es weiß vielleicht nicht mal der frühere Kardinal Ratzinger selber. Man weiß ja jetzt auch gar nicht, soll man der frühere Kardinal Ratzinger oder Kardinal Ratzinger oder der Pope, formerly known as Kardinal Ratzinger, wie sagen das unsere englischen Freunde, werden auch schon wieder negativ. Ja, aber ist schon wieder von, also eine Hetze. Ja, unglaublich. Boah. Was erlaubt sich dieses Loservolk von der Insel? Genau. Wenn wir so mit anderen Völkern umspringen, wir respektieren, gut, wir sind ein bisschen aufgeregt jetzt mit dem neuen Papst. Zum Beispiel heute Morgen habe ich bei den durchaus zölibatär lebenden Kollegen und Kolleginnen vom Morgenmagazin reingeschaut. Und da war der für mich als Kriegsdienstverweigerer natürlich lange Zeit vorbildhafte Revolutionstheologe Leonardo Boff zum Interview, der von Kardinal Ratzinger mal ein Jahr in Ruhestand geschickt wurde. Man war so aufgeregt, man hat gleich Leonardo Boss eingetippt. Ja. Er heißt Boff. Kann sein, dass er billig in Metzingen Priestergewänder einkaufen darf. Ja. Ja. Er heißt Leonardo Boff. Ist nicht ganz unbekannt. Ja, Leonardo Boff. Dann denke ich mir, wenn das jetzt so weitergeht mit dieser radikalen Kirche, mit diesen Reformen,
wird auch mein geliebtes Zentralkomitee der deutschen Katholiken weiter Richtung Osten richten. Es könnte sein, es sprach Christa Nickels. Und was muss ich lesen im Morgenmagazin? Vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Christa Nickels vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Es spricht jetzt Revolutionspriester Leonardo Boss vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Willkommen beim ARD-Morgenmagazin. Ich meine, da droht keine Revolutionsgefahr für unsere Kirche, oder? Es ist auch früh am Morgen für die Kollegen und ja, verteidige sie, Bruder Manuel. Du hast ein Herz für die Getretenen und so soll es sein. Wir Kölner sind natürlich besonders stolz, denn der Papst wird, wenn nicht überhaupt, seine erste Reise, mit Sicherheit eine große Reise antreten im August zum Weltjugendtag nach Köln. So ist es. Ja. Der Papst in Köln. Eigentlich normal. Ja. Oder? Es würde mich nicht wundern, wenn der Papst überhaupt seinen Hauptwohnsitz hierher nach Köln verlegt. Gestern Abend wollten Tausende im Dom beten, aber der Turm war natürlich abgeschlossen. Katastrophe. Ja, zu Recht kann ja nicht jeder rein. Ja, aber er kann seinen Amtssitz hinlegen, wo er will. Ja, das haben wir jetzt erfahren in dieser mehrtägigen Berichterstattung. Ja. Er kann nach Köln ziehen. Und ich sage dir, Köln ist... Es gibt eine Achse Markl am Inn Rom-Köln. Weltjugendtag. Ich sage nur mal Übergangspapst. War unser erster Kanzler ein Übergangskanzler? Hast du mal gerade ein Foto von unserem verehrten Alt-Alt-Alt-Kanzler? Konrad Adenauer. War wie alt, als er ins Amt kam? 73. Wie lange hat er gemacht? Bis 87. Und wie alt wurde er? 91. 13 Jahre Kanzler bis 87. 91 geworden. Da hatte man noch nicht diese Möglichkeiten, die man heute hatte. Ja. Ja? Das heißt, es scheint da so ein... Ich scheue mich nicht zu sagen, in Köln ist das ewige Leben eher möglich als woanders. Ja. Hier in meinem geliebten Stadtanzeiger lese ich heute, der Kölner Karnevalsumzug, der ja im Grunde auch eine zutiefst religiöse Veranstaltung ist, denn er sagt, bevor das Fleisch zerfällt, lassen wir es nochmal krachen. Ja? Der neue Leiter des Kölner Karnevalsumzugs, Christoph Kuckelkorn, ist Bestattungsunternehmer und ein weltweit anerkannter Thanatopraxie-Experte. Ach, was sind das? Einbalsamieren. Oh. Ja. Der Kölner Karnevalschef ist ein weltweiter Experte für Einbalsamieren und Rekonstruktion von Unfallopfern. Oh. Das heißt, man hat hier in Köln einen anderen Bezug zur Vergänglichkeit des Fleisches. Ja. Oder? Fühlst du dich nicht auch viel jünger, seit du hier bist? Nee, warum? Wieso? Ach so. Ja, wieso? Doch die ewige, also die Stadt ist die jünger macht hier. Nein, die Stadt macht nicht jünger, die Stadt bereitet auf das ewige Leben vor. Das ist so wie der Unterschied, wo du sagst, ich wäre tot oder ich wäre lieber gar nicht geboren. Verstehst du? Das sind ja solche Fragen, die alles jetzt theologisch mal ein bisschen fundiert werden. Ja? Hast du überhaupt schon jemanden aufgenommen für den Weltjugendtag, wenn hier die Jugend der Welt... Es werden 10 Milliarden Jugendliche in Köln erwartet. Hast du jemanden aufgenommen bei dir? Wir überlegen noch. Aber es ist noch nicht ganz klar. Hast du denn schon jemanden aufgenommen? Selbstverständlich. Ach. Und ich sage auch zu Ihnen, meine Damen und Herren, falls Sie noch eine kleine Matte für eine 17-jährige Brasilianerin haben. Es ist für die Liebe... Es ist ja wirklich für einen guten Zweck, ja. Oder? Aber es gibt ja noch mehr Verbindungen zu Köln. Nämlich? Er war doch früher der Berater von Kardinal Frings. Unserem Kardinal Frings. Man spricht ja heute doch in Köln vom Fringsen. Schau mal hier, schau dir mal diese Bilder an. Ich meine, wer auf diesem Bild nicht Vertrauen in die Kirche kriegt, der ist ja selber schuld, oder? Ich meine, dem ist doch nicht mehr zu helfen. Nee. Ja? Was bedeutet der Begriff Fringsen hier in Köln? Klüttenklauen mit... Deckung der geistlichen Obrigkeit. Das heißt, als die schlechte Zeit hier in Köln vorbei war, die wie eine dunkle Wolke über unser Land gekommen ist, da hat Kardinal Frings gesagt, wer jetzt Kohlen klaut, um über den Winter zu kommen, oder so, das ist erlaubt. Das fällt nicht unter die 10 Gebote. Genau. So, und er hat, Kardinal Ratzinger hat schon Kardinal Frings beim Zweiten Vatikanischen Konzil beraten. Ja. Ja. Noch weitere Verbindungen zu Köln? Danke. Der rheinische Frohsinn von Benedikt dem 16. Ja, welcher Benedikt ist es eigentlich? Ich höre heute, als jemand, der fast mal Benediktiner geworden wäre, ja. Es gibt verschiedene Benedikte. Welcher Benedikt ist es denn? Ich bin jetzt mal gespannt, ob du die aktuelle These kennst. Naja, er ist Benedikt der 16. Er ist der Nachfolger von Benedikt dem 15. Das war der letzte Papst. Eben, wann war 1914, der? 1922. Wann war Benedikt der 15? 1914 bis 1922. Ist das wahr? Ja. Der Friedenspapst. Der Friedenspapst. Man denkt aber, er ist vielleicht eigentlich mit diesem Voltaire-Papst, Benedikt dem 14., auf den beruft er sich.
Weil der war so furchtbar intellektuell. Und aber was? Eigentlich ist Benedikt natürlich Benedikt von Nursia. Natürlich. 480 bis 537. Mein Gott, bist du in der Kirchengeschichte zu Hause. Natürlich. Das ist ja unglaublich. Da hättest du mich auch vorgestern fragen können. Das ist ja unglaublich. Und was ist der berühmte Satz von Benedikt von Nursia? Ein berühmter Satz? Ja. Ich bin fleißig, lebe in der Höhle und lass mich nicht vergiften. Nee, weiß ich nicht. Ein ganz einprägsamer Satz, so wie Deutsche kauft nicht bei Arbeitsplatzvernichtern. Von der SPD.